Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Let's Play Jack and Dexter The Precursor Legacy. Mein Name ist Blazygammer. Alle meine Freunde nennen mich Blazy. So seid auch ihr dazu herzlichst eingeladen. Und es geht weiter. Da. Ich habe wieder viel zu viel gemacht beim Reden. Ihr seid ein Let's Player. Muss reden und spielen gleichzeitig. Okay. Passt auf, wir gehen jetzt... Genau, wir gehen jetzt an die Spitze dieses Turmes, aber als allererstes gehen wir hier rechts am Turm vorbei. Hier sind nämlich einige Sachen, die wir brauchen, und zwar ein paar Orbs und eine Sperrfliege. So. Alles klar. Nein! Mini-Herzinfarkt, okay. Alles klar. Jetzt können wir auf die Spitze des Turms. Hier lang. Boah, in der letzten Folge habe ich mich ja halb tot gequatscht am Anfang der Folge, das war... nicht ganz im Gunsten des Let's Plays. Also, natürlich, reden ist ganz wichtig, aber nicht so viel reden, dass man nichts schafft. Und vor allen Dingen nicht, wenn man nach der 9. Minute gestört wird. Oh. Yes. Cool. Alle 7 Sperrfliegen zusammen. Nice. Das wird ja noch richtig was mit einem 100% Run. Da bin ich schon relativ zuversichtlich. Okay. Lurker, Orbs. Eco, Plattform. Oh nö, diese Plattform, ich kann die nicht. Mal gucken, blamier ich mich? Mal schauen. Ah, das geht. Sehr schön, noch eine Energiezelle. Perfekt. Und runter hier. So, ihr merkt schon, ja? Heute geht's mal richtig voran. In der letzten Folge, das war echt, wir haben echt fast nichts geschafft. Eine Mission oder so, da habe ich mir hinterher noch richtig Gedanken gemacht. War so wenig geschafft, ehrlich. 9 Minuten, also beim Schneiden. Ich schaue mir ja die Folgen immer durch und da denke ich mir die ganze Zeit, Alter, spiel doch einfach, red nicht so viel. Aber okay. Heute machen wir das Gegenteil. Heute halte ich die Fresse und wir spielen. Nein, wir machen beides. Nein, das war extra. Alles klar. Nein! Nein! Wenn ich wieder anfange zu reden, ist alles kaputt. Okay. Alles klar. Ziemlich dunkel hier drin eigentlich. Gruselig. Das ist so oft, ey. Wenn so eine Plattform sich verschiebt, kriege ich die immer nur, wenn die auf einen zukommt. So auf der Hälfte des Weges. Das ist so... Das sind so Kleinigkeiten, die einen aufregen können. Alles klar. Oh, so viele Orbs. Wenn immer so viele Orbs sind, dann denkt man sich immer, ich könnte ja, also wenn da überall so viele Orbs sind, kann man ja eher was vergessen, finde ich. Oder ist es andersrum? Ich weiß nicht. Wann ist es schlimmer, wenn da so viele Sachen sind oder wenn da wenige Sachen sind? Weil bei wenigen sind sie dann eher versteckt. Keine Ahnung. Ne, egal, auf jeden Fall noch eine Energiezelle. Wunderbar. Alles klar. Ich habe doch gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt, sie aufzumachen. Es muss noch andere Orte geben, von denen aus man auch die restlichen Eco-Öffnungen aufmachen kann. Das kann gut sein. Ich fand schon immer ein bisschen komisch, dass sie gesagt hat, irgendwie. Habt ihr das gesehen? Auf der ganzen Welt ist irgendwas passiert. Wie soll ich das sehen, dass auf der ganzen Welt irgendwas passiert? Egal. Alles klar, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Hier ist jetzt so blaues Zeug offen und so. Und damit einmal nochmal hier rein und da hochspringen. So, das ist wichtig für 100%. Ansonsten können wir hier bei dieser neuen Tür was machen. Weitermachen, meine ich. So, hier das gleiche Spiel. Dann hier weiter. Orbs, Pflanze. Oder Viech, was auch immer. Da, Pflanze. Oder Viech, was auch immer. Pflanzenviech, genau. Ich habe das Viech gehasst. Das Pflanzenviech. So, ich hoffe, ihr habt es gemerkt. Das Ding hatte Stacheln. Ich musste warten, bis die Stacheln weg sind. Hat er mich gerade... Hat er es geschafft? Keine Ahnung. Egal. Und Nummer uno. So, es sind schon zwei. Und, ich hasse die Bisse. Die Viecher auf dem Boden, die sind eigentlich gar nicht mal so schlimm. Aber diese Bisse von dem, die sind irgendwie störend.
Oh, lass mich raten, ich verrecke jetzt bei der dritten Stelle, weil ich nur noch 1 HP hab. Oh, das kann so gut sein. Abhauen. Oh. Sanitäter? Eine Trage? Ah. Ein Atemfrisch? Doof. Da kann man noch locker drüber springen. Warum ist denn... Ach, egal. Okay. Neuer Versuch. Neues Glück. Nein! Oh, wirklich? Egal. Nicht schlimm. Das bleibt der einzige Treffer. Hier nach. Wie? Brauche ich es noch versuchen? Ja, komm, ich will es versuchen. Ich will es ja nur spannend machen, deswegen habe ich mich gerade zweimal treffen lassen. Das wird jetzt nämlich nicht nochmal passieren. So. Ja. Komm schon. Oh, danke. So. Morodos. Nein! Der fängt wieder an zu beißen. Ich dachte, der macht nur 3 Mal und dann ist gut. Ah, jetzt habe ich mich nur auf diese Viecher auf dem Boden konzentriert. Das ist echt... Ah. Zum Mini-Boss-Fight und ich verreck da dran. So, willkommen nach dem Schnitt. Es ist vorbei. Plessy benutzt Offscreen-Cheats. Nein. Das war... Es war ungecheatet. Gerade so. Passend. Alles klar. Ich glaube, immer nur 1 HP. Ja, nur 1 HP. Bei dieser Blume, das ist ein bisschen fies. Ihr müsst auf den Kopf treten, damit da noch ein paar Orbs rauskommen. Das ist, keine Ahnung, wie man drauf kommen soll. Ich bin da, als ich zum ersten Mal gespielt habe, so zufällig drauf gekommen. Aber ansonsten, wenn einem nur noch 5 Orbs fehlen und man nicht weiß, wo man suchen soll, keine Ahnung, ob man drauf kommen würde. Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen fies. Okay. Auf jeden Fall geht es weiter. Und uns fehlen noch Orbs. Wie viele Orbs fehlen uns noch? Noch 25. Ist ja noch einiges, ne? Ah, ich weiß warum. Aha. Das bekannte Problem des mehrere Spielstands haben. In diesem Spielstand hatte ich nämlich das hier noch nicht aufgesammelt gehabt. Hier unten sind, glaube ich, noch ein paar Orbs. Ja, genau. Hier unten sind noch ein paar Orbs und diese Orb-Öffnung eben, die wir gerade gesehen haben. So. Einmal zurückschwimmen. Schneller zurückschwimmen, bitte. Ich hasse Wasser. Okay. Dann hier einmal noch das ganze Zeug einsammeln und schnell zur Orb-Öffnung. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Okay, perfekt. Ich glaube, somit haben wir alle. Yes! Sehr gut. Nice. Okay. Ich glaube, wir können direkt hier unten bleiben, denn... Nee, Quatsch, wir müssen da hoch. Hier lang, ja. Doch, dann müssen wir doch hier hoch. Okay. Es gibt nämlich noch, wie man hier sieht, eine Energiezelle. Also das hier links ist das mit dem Dingens. Kehre zum Bürgermeister zurück. Und hier in der Mitte ist noch ein Versteckter. Der ist auch ein bisschen fies versteckt, aber den finden wir natürlich. So, dann einmal hier über die Brücke. Schöner Sonnenuntergang oder Aufgang, keine Ahnung. Schaut ganz hübsch aus. Okay. Hier einmal la. Ich glaub's nicht. Wirklich? Wirklich? Ich werde was echt. Alles klar. Ich fast vergessen, was ich machen wollte. Genau. Jetzt hier. An dieser Stelle. Mit der Brücke. Nochmal hier voll tanken. Mit dem Zeugs. Dann hier einmal hochspringen. Hier an der Kante festhalten und einmal hier hoch. Dann hier lang. Und hier diese Brücke lang. So, hier oben gibt es nämlich noch eine Energiezelle. Tada! So, dann würde ich sagen. Was ist das mit dem Dschungel, gell? Also Stopp mache ich hier noch nicht. Aufgrund vielen Schneidens wahrscheinlich in dieser Folge. Wirkte bisher auf jeden Fall so.
Und weil die letzte Folge einfach so kurz war, machen wir diese Folge nach Gefühl 20 Minuten. Keine Ahnung, wie lang die wirklich wird. Weil, wie gesagt, schneiden ein bisschen was. Da weiß man ja nie genau, wie viel das am Ende wird. Okay, das war's mit dem Dschungel. Endlich. Oh Gott, hat auch lang genug gedauert. Jetzt zurück zum Bürgermeister und die Quest abgeben, die Mission abgeben. Sagen, dass wieder Strom im Haus ist. Und noch eine Energiezelle abkassieren. Okay. Was ist los? Gut, ihr habt genug Energiezellen gesammelt, um einen Hitzeschild zu aktivieren. Klettert die Klippe hinter dem Haus des Farmers hoch und trefft mich am Eingang zum Fire Canyon. Bringt die Energiezellen mit und beeilt euch. Mein Vater sagt, er habe hier wieder mehr Lurker gesehen. Alles klar, gut zu wissen, hey, aber wir haben... Komm, wir sehen uns mal das Speedboot von dem alten Fischkopf am Dock an. Okay, genau darauf wollte ich nämlich eingehen. Wir haben hier noch einiges zu tun. Da können wir nicht direkt abhauen hier mit den 20 Energiezellen. Es ist noch einiges mehr zu holen. So. Oh, was für ein wundervoller Anblick. Ich danke euch. Und das ganze Dorf wird mir danken. Oh Jungs, dank euch haben wir wieder Strom und meine Wiederwahl ist gesichert. Und dafür, mein Junge, hast du dir eine Energiezelle verdient. So. Jetzt wäre sogar wirklich offiziell der Dschungel abgearbeitet. Ah, das ist ein schönes Gefühl. Alles klar, was machen wir als nächstes? Wir müssen noch einmal zum Wächterstrand. Dann, toller Sprung. Wir haben nämlich, wie ihr eben hören konntet, wo die Kira uns Bescheid gesagt hat, dass auf der ganzen Welt irgendwas passiert ist. Jetzt sind hier nämlich so blaue Eco-Öffnungen auch geöffnet worden. Öffnung geöffnet. Und das... gibt uns ein paar Möglichkeiten. Genau, da hinten. Einmal hier übers Wasser. Oh Gott, ich hasse Wasser. Da kann man nicht mal rollen. Okay. So, genau hier. Dann können wir hier einmal hoch. Jetzt können wir nämlich dem Spacken, der uns ganz am Anfang hier mit so Bombentütchen beworfen hat oder beschossen hat, einen kleinen Besuch abstatten. Da oben sieht man den schon. Assi, der schießt immer noch, ey. So, guten Tag. Hat sogar noch einen Freund hier. Alles in die... Okay. Es gibt sogar noch eine Energiezelle, okay. Das wusste ich nicht. Aber nehme ich gern, Nom.